Hey Leute, hier ist Aldemar, zurück mit Mr. Prepper. Wir sind in Area 3 im Wald, Area 53. Und müssen ihn noch fertig erkunden, das haben wir nicht beim letzten Mal gar nicht fertig gemacht. Ich habe hier so einen Cliffhanger letzte Folge gehabt. Tut mir leid, ich musste einfach mittendrin unterbrechen, bevor wir schlafen gehen. Manchmal ist das zeitlich wichtig, sonst schaffe ich nicht genug Folgen zu produzieren. Auch wenn ich gerne einfach durchzocken würde. Einfach 3 Stunden folgen, aber dann habe ich zu wenig Videos auf meinem Kanal. Oh, der ist wieder da. Das ist ja lustig. Betäuben. Betäuben. Betäuben ist immer besser, finde ich. Und es tut mir schon sehr leid für den armen Wölfi. Der Superwolf. Hup! Oh, das gibt's doch nicht. Meine Güte. Wölfi, der Superwolf. Da. Den hier. Den nehmen wir mit. Cool. Brauchen wir sowieso. Holzer. Oh. Okay, den haben wir noch nicht. Guck mal, wir sind immer noch nicht ganz durchgegangen. Okay, wir kommen wieder. Keine Sorge. Okay, dann gehen wir mal wieder. Geht's nach Hause. Wir müssen uns den ganzen Tag für mal Zeit nehmen. Wir müssen zum Schrottplatz auf jeden Fall. Das machen wir vielleicht am nächsten Tag. Das ist noch gar nicht so spät, aber egal. Oh! Wasser! Halt, wir sind voll. Oh Mann, alles Gold. Warte mal. Diamant 100. Geil. Wir sind reich! Mal kurz in den Kühlschrank. Das kommt woanders hin. Das. Ich nehme mal gerade alles und tue es wieder rein, damit das stackt. Na, guck schon, wie ein bisschen mehr Platz. Glaube ich. Ich bin mir sicher. Dann machen wir das Holz mal klein. Ich erschrecke mich immer, wenn einer kommt, ne? Dass da sonst wer ist. Mein Gott, Walter. Mein Jott. Ich weiß nicht, ob er beim Salz motzt. Du musst einfach mal da oben rein. Salz, dann muss das mal nach da unten. Ich könnte noch mal eine Lagung Metall machen. Toll, alles zu schwer. Toll. Decke. Ah. That is too heavy. So, we can take this. Holz muss da unten rein. Haben wir noch, glaube ich. Haben wir jetzt. Zack. Nee, doch nicht. Okay. 17. Holz. Ich glaube, ich tue es hier rein, oder? Nee, wir lassen es oben. Dann wissen wir mal, wo es ist. Wir können die Bergbank irgendwann auch hier in den Raum tun. Dass wir alles auf einer Ebene haben. Oh, das können wir schon ernten. Sehr gut. Die ist sicher doch gesagt, das Wasser war alles gut. So. Guck mal, jetzt haben wir, glaube ich, viel mehr Rüben gemacht, ne? Nochmal Rüben, machen wir ein paar mehr Karotten und ein bisschen Salat. Guarana können wir auch anpflanzen. Komm, wir machen mal das Guarana. Und Möhren. Tu mal lieber die Möhrchen, Mama. Tu mal lieber die Möhrchen. Die Möhrchen, tu die Möhrchen. Blaubeermarmelade. Dafür brauchen wir Sugar. Salt. Mr. Salz. Glas, Entschuldigung.
Hm? Ach, scheiße. Soll ich jetzt echt schlafen gehen? Das ist doch scheiße. Da haben wir einen Platz. Mano! Könnte das schnell braten hier? Noch geht's. Weil das vergammelt doch so schnell. Okay, und schlafen gehen. Pflanzen verwelken, wenn du nicht um sie kümmerst. No shit, Sherlock. Shit, Sherlock. Der schittende Sherlock. Okay. Blaubeeren im Laden. Zack. Money. 200, ey. LOL. So, dann haben wir den auch. Bumm. Quest abgeschlossen. Bringe Jenny 20 Uhr an. Können wir einfach irgendwas geben? Nachdem wir das geerntet haben, bringen wir einfach mal alles hin. Wir können dann nochmal durch den Wald spazieren. Wir haben ja schon 14. So, dann gehen wir jetzt mal was essen schnell. Sekunde. Machen wir uns mal eine Gemüsesuppe. Ja? Nee, was schön. Ich schand nur kein Wasser. Warte mal. Ist auch nichts mehr drin. Sehr gut. Dann scheißen wir heute drauf. Weil ich brauche ja auch... Wir gucken mal, ich habe hier kein Wasser mehr. 5. Ich muss diese Eimer machen. Jetzt gucken wir mal gerade. Die Eimer. Wir dürfen ein oder zwei maximal haben. Wenn's regnet. Zwei Metall, ein Plastik. Na toll. Ist hier unten fertig? Oder muss da Holz rein? Da muss Holz rein, machen wir nochmal. Das ist noch super. Wie lange das läuft, ne? Richtig, richtig gut. So, 20. Plastik. Plastik habe ich doch hier, ne? Haben wir noch gar nicht. Ich habe gar kein Plastik mehr. Scheibenkleister. Ich kann auch mit Bob handeln. Gucken wir mal was. Ne, bei Bob war ich noch nicht. Der ist aber nur abends da. Das ist auch wieder ein Problem. Oh, guck mal, jetzt. Hey! Ich geh mal schnell wieder rein. Der da. So. Sehr geehrter Mr. Prepper, werter Bürger, aufgrund der Notwendigkeit einer besseren Verteilung und der gemeinsamen Ressourcen wird der Wasserverbrauch von nun an während der Kontrollen durch die Agentur überprüft. Wir ermutigen Sie... Ach so, am Wasser... Scheiße, hat der großartige... Bleibt Gott schützt den Präsidenten. Das hat der Minuteman jetzt uns verraten. Sehr geehrter Mr. Prepper, wie geht es Ihnen? Ich habe mich in letzter Zeit für ein faszinierendes Thema, welches gemäß... Man könnte aber aufgrund der Zensur durch unsere Regierung, Gott schütze den Präsidenten, ist es schwierig, an zuverlässige Quellen zu kommen. Aber Sie könnten vielleicht mehr Glück haben. Bitte beschaffen Sie ein gutes Buch über Atomkriege. Gut, das können wir machen. Dann müssen wir beim Dingens vorbei, beim Bob. Aber dafür müssen wir ihm doch, glaube ich, keine Brille geben. Zum Schrottplatz können wir zwar, aber den Jimmy oder wie der heißt, ich will immer Bob sagen. Alle heißen hier Bob, ja? Der ist hier nicht. Der ist nur abends hier. Und das ist das Auto. Oh, dass das nicht irgendwie von Anfang an steht. 20 Metall. Ja? Big Joe, Entschuldigung. Big Joe! Big Jojo. Jojo Rabbit. Cooler Film. Weird, aber lustig. Teilweise. Irgendwie manchmal ja und manchmal nein. So. Plastik. Ja. Da ist der Gummi. Kochbuch? Können wir mal kaufen, das Kochbuch. Verkaufen Salz, marinierter Mais, Jägerin, Prepper. Dann gehen wir mal kurz zu Bob, würde ich sagen. Guck mal, hier können wir... Warte mal, was wollte ich holen? Ein elektronischer Killer aus der... Oh, ein Poster! Ist ja geil! Lalalalal. Kaufen wir, will ich haben. Richtig gut. Ich überlege gerade. Plastik. Ja, ist die Frage. Ich könnte mit dem Auto rumcruisen und das irgendwie machen. Boah, guck mal, wie teuer die Konserven sind, lol. Heftig. Apropos Essen, wir müssen das mal braten. Das essen wir mal alles auf.
nicht bereit. Wir machen es. Ach, es regnet, lol. Plastik, wo krieg ich denn jetzt Plastik her? Meine Plastik ist doch echt kein Problem, oder? Plastik. Hey, danke für das Poster. Ist da Plastik drin? Nee. Aber ich will das hier unten hinhängen. Eigentlich muss das über die Werkbank, aber das passt dann irgendwo hin, glaube ich. Hier kommt das hin. Yeah! Was steht da? Weißschmann. Das ist, glaube ich, Terminator hier. The Eradicator. Okay, wir sind müde. Wir gehen mal ein Nickerchen machen. Dann gehen wir gleich zu Big Joe. Wir könnten den Wald erkunden gehen. Ja, ich würde den Wald mal fertig erkunden gehen. Machen wir das. Gute Idee. Guck mal, ich kann essen, während ich schlafe. Cool. Das kann auch nur ich. Gut, dann machen wir das mit dem Wald mal fertig. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Oft genug. Oh, Guarana nochmal. Dann können wir vielleicht doch die Quest schon abschließen gehen. Oh, oh. Ich schaff das schon. Ist noch nicht zu spät. Nein, dann nicht. Da sind wir mit. Oh Gott. Die Helmlampe ist schon an. Wie voll sind wir schon? Das können wir noch mitnehmen. Welcome to hell. Super. Hier ist der Sumpf, ne? So, genau. Hier ist das. Das ist der andere. Oh Gott. Ich weiß, ich sollte nicht die ganze Zeit meine wunderschöne... Oh Gott. Siehst du, ich komme gar nicht zum Schlagen. Jetzt kommt Boss. Ne, doch nicht. Vier Stück. Oh, scheiße. War's das? Lol. Neben... Plastik! Ich wusste doch, hier ist irgendwo noch Plastik. Das können wir einmal machen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, okay. Auf nach Hause. Dann haben wir jetzt die Stufe vom Wald auch durch. Was ist das denn da? Achso, Fußspuren. Benutzen. Auf nach Hause. Jetzt regnet es leider nicht mehr. Aber einmal können wir es bestimmt noch machen, oder? Ein Telefon können wir uns machen. Ja, wow. Aber das dürfen wir nicht. Dabei essen, okay. Machen wir zwei Eimer, ist mir egal. Wenn der Typ, Typ kommt, kann ich das ja immer noch einsammeln. Na toll, echt? Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Schaffen wir. Ja, schnell schlafen gehen. Ja, haha. Ich bin der Beste.
Hervorragend. Okay, das haben wir geschafft. Entschuldigung. Ich wollte zu Big Joe gehen. Ich habe schon wieder verkackt, ne? Heute machen wir das. Heute ist Big Joe Day. Ich könnte doch jetzt mal das Raketensilo bauen. Ah ne, da muss ja so viel Zeug rein. 10 Glas und so. Ne, das müssen wir uns nicht verschwenden, weil auch können wir damit nicht viel anfangen. Das kann ich alles verkaufen hier. Zack, 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 zack. Das Buch können wir mit der Mine abholen. Oh. Das können wir wegbringen. Moment, gleich. Wunderschön. So, die stellen wir einfach mal hier hin. Der kommt zwar ein paar Tage. Ich habe nur einen geschafft. Echt? Ne, zwei hier. Doch ganz nach da hinten gehen. Das wird er doch nicht sehen, oder? Der Arsch. Wir werden es sehen. Das ist einmal dastehen, einen dastehen. Dann haben wir noch zwei Holz. Okay. Oh, unsere Nachbarin. Zucker habe ich nicht mehr. Ich kaufe mal gerade Zucker. Für mein Zuckerpüppchen. Zucker für mein Zuckerpüppchen. Ich tue mal zwei holen. So, dann geht's mal kurz zur Mine. Mit Dingens plaudern. Ich will das Buch haben. Ich glaube, er gibt mir das, ne? Ich meine schon. Ich meine schon. Level 1. Level 1. Also als nächstes müssen wir das Auto auf jeden Fall reparieren. Ne? Mit Joe reden, Auto reparieren. Okay. Hat der jetzt irgendwie mehr Poster als sonst? Fragen. Blablabla, darf ich das haben? Selten, dass jemand so eine Frage gestellt hat. Informationen über Bruch- Atomkriege daran folgen. Ja. Angriffe und Atomkriege, wir wissen ja, wie das läuft. Das geht nicht. Ich glaube, irgendeiner wollte einen Comic haben oder so. Nehmen. Dann ist nichts mit Fragen. Okay, überall haben sie God bless the President wahrscheinlich. Pickles. Was ist das? Pickle me? okay. Pickle Rick. Da. Nein, ich bin eigentlich nicht müde. Irgendwie so eine Kreuzung. Von zu viel sitzen. Nein, das wartet noch. Wir machen jetzt nochmal den Ofen an. Warten wir unseren Nachbarn noch. Halt mal, kommt wieder. Dann kriegt sie Zucker. Das läuft noch. Da unten brauchen wir aber... Scheiße, ist schon vergammelt. Nee, ist nicht. Da unten brauchen wir Holzer. Schmelzen wir mal irgendwas Tolles, würde ich sagen. Atomkrieg müssen wir verscherbeln. Ich wusste auch, irgendwas wollte ich da machen. Das ist da, das ist da. Das wollen wir nehmen. Das kommt da rein. Nochmal 20. Bumm. Ich muss danach Salz machen. Kraftstoff mal da rein tun, ne? Habt ihr gesagt? Tu doch mal den Kraftstoff in die Kraftstofftonne. Wo ist denn der Unterschied? Ach so, das ist einfach so ein Lager. Lol. Öl. Wasser haben wir nicht, ne?
Oder kann man einfach irgendwas reinmachen, wie zum Beispiel Wasser. Nickerchen, na gut, okay. Oh, nein! Unsere geliebte Nachbarin! Niemand ist so creepy wie sie. Ich werde nie wieder jemanden so ein wie jemand. Sehr geehrter Mr. Peter, vielen Dank für war sehr informativ. Jetzt habe ich die folgende Frage. Könnten Sie mir den Geigerzähler beschaffen? Ich sage nicht, dass ich ihn jetzt benutzen will, aber ich möchte trotzdem lernen, wie man damit umgeht. Und zwar lieber jetzt als nachher. Geigerzähler ist schon eine rechte Technologie. Blablabla, bla, bla. Okay. Schrottplatz oder so? Ich weiß gar nicht. So, wir sind hier noch ein bisschen unfertig. Wir machen erstmal noch weiter. Holz für den Ofen. Kommt hier Zeug wieder rein. Zack, 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 zack. Wasser kommt nach unten. Es regnet, das heißt, wir können Wasser organisieren. Das ist gut. Da ist voll, sehr gut. Ich weiß ja nicht, wie schnell sich das mehrmals auffüllt hier. Immer nur einen. Aber es geht doch schon voll. So ist es nicht. Trockner, da, Guarana trocknen, ne? Ich wollte in den Wald gehen. Entschuldigung, habe ich vergessen. Zu Jenny. Dann haben wir Jenny auch fertig. Habe ich das jetzt gerade rausgeholt? Nein, habe ich nicht. Dann haben wir die Quest auch absolviert. Und dann nähern wir uns jetzt dem Punkt, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Das ist ja sehr gut, würde ich sagen. Ja, ist doch. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Keine Sorge. Nein. Jenny! Oh. Hallo. Es ist schon dunkel draußen. Hm. Hast du was brauche? Hier. Bumm. Bam. Vielen Dank für die Früchte. Übrigens, du siehst gut aus. Dankeschön. Wirklich. Wo führt das jetzt hin? Naja, zumindest im Vergleich zu der anderen Bewohnern. Du hast das Gefühl, dass sie irgendwie verwelkt wirken? Ja, das stimmt schon. Ich bin nicht gerade ein Extro... Die werden bestimmt vergiftet von der Dingens. Aber ja, sie sehen etwas stumpfer aus. Nicht so wie du oder Bob. Übrigens, wusstest du, einen Typ namens Bob auf die Minen aufpasst? Ach so. Warum ist das lustig? Ja, wegen dem... Na egal. Wegen der Pflanze natürlich. Wie auch immer, ich wollte dich um noch einen Gefallen beten. Es hat nichts mit Pflanzen zu tun. Oh Gott, ich bin schockiert. Voice Type Question. Oh, Fehler. Also erinnerst du dich noch an den Flugzeugabsturz im Wald vor einigen Monaten? Was zur Hölle? Nein, ich muss weg gewesen sein, denke ich. Du weißt nicht viel über das Leben in der Stadt, oder? Wie auch immer. Ein Flugzeug ist eines Tages abgestürzt. Viel Lärm und Rauch und nicht ein Wort in der Lokalzeitung am nächsten Tag. Es ist tief, tief im Wald passiert. Die Absturzstelle ist durch Schluchten und umgestürzte Bäume versperrt. Könntest du einen Weg zu den Trümmern finden? Ich bin mir sicher, dass du dort nützliche Gegenstände und Materialien zu finden kannst. Und Knochen und Tod wahrscheinlich. Hört sich interessant an. Ich werde es versuchen. Cool. Und? Okay. Es wird spannend. Es wird spannend. So, jetzt müssen wir aber zum Joe. Ich wollte Bob sagen. Zum Bob auf dem Schrottplatz. Der Bob am Schrottplatz. Der Bob in der Mine. Bob im Wald. Jäger Bob. Alle heißen Bob. Bob der Meister, jetzt habe ich gesagt. Da ist er! Und ich gehe immer davon aus, dass er fett ist. Jedes Mal vergesse ich das. Wuff, Knurr! Hey, wer ist da? Hey! Hey! Ich bin Mr. Prepper, ich bin ein Freund. Bob hat mich hierher geschickt. Ah, Bob, der alte Schlingel. Was treibt er denn heutzutage so? Er passt auf die Mine auf. Er ist der Minenzitter, wenn es sowas gibt. Sagen wir einfach, dass es das gibt und es ist gut so, dass er in der Mine bleibt. Er sollte immerhin sicher vor Chemtrails, dem Summen und der Bewusstseinskontrolle. Ja, genau. Okay. Also, Bob hat mir gesagt, dass du unter anderem Waffen reparierst. Ich hätte da einen kaputten Revolver. Könntest du ihn mal anschauen? Ah, scheiße. Ich habe den zu Hause gelassen. Ich komme gleich wieder. Bob, warte, geh doch nicht! Joe. Entschuldigung. Bob Joe. Joe Bob. Bobby Joe. Oh, scheiße, das gibt's doch nicht. Revolver, wir sind gleich am Einpennen. Ich nehme noch einen Energy Drink. Nicht umfallen, nicht umfallen. Schlafen gehen für den Arsch! Ah,
Mann, dieses Inventar. Ja, natürlich, aber ich könnte um einen Gefallen im Gegenzug bitten. Wow, wow, leg los. Was kann ich tun kann? Bla, bla, bla. Am besten erklären, wegen all dem Wellen um einen herum. Ich dachte, ich könnte einen Schutz... Achso, Aluhut soll er haben. Genau, jetzt hat er nämlich einen Schutz. Genau, weil er so ein Verschwörer ist. Quanon hier. Lässt sich bestimmt auch nicht impfen. Guck, der hat doch so ein UFO-Shirt an. Ich dachte, der meinte erst den Bob. Nur wegen den ganzen Wellen. Ich möchte, dass du mir etwas Alufolie besorgst. Mindestens genug, um meine Hüte damit auszukleiden. Ah, richtig, Alufolie. Der universelle Schutz gegen Bewusstseinskontrolle. Das hätte ich wissen sollen. Richtig, du hast es verstanden. Ja, bevor ich nach Alufolie suche, hätte ich da noch eine Sache. Ich habe gesehen, dass du viele Autos hier hast. Hast du ein Auto, das ein kompletter Schrotthaufen ist, welches ich reparieren könnte? Das haben wir. Bla bla bla, das haben wir schon, das haben wir schon. Das steht da rechts. Bla bla bla. Super, danke, wir sehen uns später. Was zur Hölle ist dieses Summen? Joes Schrottplatz freigeschalten. Sehr gut, das war wichtig, dass wir das jetzt noch haben. Bei dem kann ich nämlich Benzin kaufen und so. Jetzt müssen wir auf jeden Fall nach Hause und pennen. Leute, ich verabschiede mich jetzt auch für diese Folge. Wir sehen uns nächste Folge wieder bei Mr. Prepper. Alles klar, liebe Leute, und bis dahin.